Herzlich willkommen zu einem neuen Video von SimpleLifeStories.net. Mein Name ist Angelika und ich möchte euch heute zeigen, wie man ganz einfach eine gefüllte Kohlrabi zubereiten kann. Die gefüllte Kohlrabi geht auf Basis der Low-Carb-Ernährung. Für die gefüllten Kohlrabi benötigen wir eigentlich Zutaten, die jeder im Haus hat. Frisches Gemüse, dazu gehören Kohlrabi. Ich habe jetzt 4 Stück und zwar sind das die lila Kohlrabi. Ich fand die schön von der Optik, ist aber egal, ihr könnt auch die weißen nehmen. Eine Paprika, eine rote Paprika, 3 oder 4 Stangen Lauchzwiebeln, eine Knoblauchzehe, etwas Zucker zum Karamellisieren, etwas frischen Pfeffer und Olivenöl. Zuerst schälen wir die Kohlrabi, das habe ich hier schon bei einer gemacht. Einmal schälen, dafür oben den Kopf abschneiden und mit einem Messer langsam einschneiden und mit einem Löffel aushöhlen. Das sind die ausgehöhlten Stückchen. Paprika, den roten Paprika habe ich schon klein geschnitten. Ihr könnt auch ein wenig mehr nehmen, wenn ihr es gerne esst oder weniger. Hier sind die Lauchzwiebeln und Knoblauch klein gehackt. Nun nehmen wir als erstes einen Topf und kochen die Kohlrabi und das Innenleben der Kohlrabi extra. Und zwar so circa 3 bis 4 Minuten. Die Kohlrabi sind jetzt fertig gegart oder ich habe die aufwellen lassen. Die sind hier. Die Kohlrabi-Stückchen, also das Innenleben der Kohlrabi ist hier. Das habe ich auch einmal in heißem Wasser aufwellen lassen. Nun nehme ich Öl für die Pfanne, 1-2 Esslöffel Öl oder einen Schluck, je nachdem wie ihr das macht, und schütte die Kohlrabi, die klein geschnittenen Kohlrabi-Stückchen, in die heiße Pfanne und dazu kommt Paprika, Lauchzwiebeln und Knoblauch. So, das Öl müsste jeden Moment heiß sein. Jetzt nehme ich zuerst die inneren Stückchen von der Kohlrabi. Mit ein ganz klein wenig Zucker und Pfeffer aus der Mühle nachwürzen oder erstmal überhaupt würzen, weil wir haben ja noch nichts genommen. Wenn das angebraten ist, kommen die anderen Zutaten dabei. Paprika, Lauchzwiebeln und Knoblauch. Ich nehme noch mal etwas Zucker und auch Pfeffer.
röste alles an. Das dauert ungefähr 5 bis 6 Minuten. Nimm alles raus und püriere das dann mit einem Zauberstab. Das wird also die Füllung für unsere ausgehöhlten Kohlrabi. So, nach ca. 5 bis 7 oder vielleicht auch 10 Minuten nehme ich alles vom Herd und schütte das in eine Rührschüssel. Und verarbeite jetzt alles mit einem Zauberstab. So, das ist unser fertiger Mousse. Ich habe es jetzt nicht ganz so klein püriert, sonst sieht es ja aus wie Babybrei. So finde ich, sieht es ganz gut aus. Riecht sehr lecker und schmeckt auch, ohne groß nachzuwürzen. Jetzt nehme ich alles und fülle das in die Kohlrabi, in die ausgehöhlten. Und dann bestreue ich alles noch mit ein wenig geraspelten Käse. Das müsst ihr aber nicht machen, ganz so wie ihr das am liebsten mögt. Und dann kommt alles für ca. 20-30 Minuten bei 200 Grad in den Backofen. Das ist etwas zu viel, aber ich fülle das jetzt hier drauf. Die gefüllten Kohlrabi sind sehr sättigend, also normalerweise braucht man nur eine halbe davon, um doch relativ gut satt zu werden. Jetzt nehme ich etwas Käse und bestreue das hier oben drauf. So, sieht doch hübsch aus. Alles für ca. 30 Minuten bei 200 Grad in den Backofen. So, die Kohlrabi habe ich noch mal reingestellt, weil die waren noch nicht fertig. Jetzt ist ungefähr eine Stunde vergangen und jetzt wird auch wirklich Zeit. So, ich glaube, die sind ganz gut geworden. Schauen wir mal. So sehen sie aus, unsere fertigen, gefüllten Kohlrabi. Sieht doch lecker aus. Mal gucken, ob es auch genauso gut schmeckt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und gebt uns gerne Feedback, ob es euch geschmeckt hat oder nicht. Wenn ihr Lust habt, tragt euch in unseren Newsletter ein oder folgt uns bei Instagram. Tschüss!